Ja, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Aufnahmesession hier bei mir auf dem Kanal. Ja, und wir stehen immer noch bei The Santa vor der Tür und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, ehrlich gesagt. Und deswegen werde ich auch gar nicht lange rumquatschen, sondern direkt loslegen. Ist das gut so hier? Ja, stehen quasi direkt vor der Tür. Und durchs Tor gehen, deswegen lasse ich das Pferd mal hier stehen. Moin Jungs. Ich bin der Neue, ich komme jetzt öfter. So. Ah, da ist das X. X markiert die Stelle. Eres llorón, maricón. Me das asco. Hablas lealtán, pero eres transparente. Estarás aplaudiendo cuando mi cabeza está pelado, ¿verdad? No, mi excelencia. Mis hombres y yo estamos trabajando noche y día por su honor. ¿Honor? ¿Qué eres, un muchacho? Jovencito, sin vergüenza. ¿Qué diablos es este cabrón? That's the man who helped us defeat Reyes. The man I spoke to you of. A friend of Mexico. Hello, sir. Hola, gringo. So you are the bounty hunter, huh? Have you found your prey yet? No, sir. Ah, perhaps you come to hunt me, huh? Your country loves to make trouble in mine. Perhaps, but it isn't so. Ah, perhaps I should tie you to a horse and let it drag you around town. Or let the dogs fight you, huh? Then see what you say. I'd say the same thing. I'm here to bring two men to justice, nothing more. Your politics or ideas of entertainment are not my concern. Yeah, I suppose not. Pero son tuyos. Sinceramente, espero que me encontraste alguna compañía más interesante que esa bruja que me trajiste anoche. Let me ask you this, sir. Do you know anything of the men I'm looking for? Escuela is from this province. His father was a borracho. A drunk who worked as a laborer on land cultivated by my uncle. Men like that are natural allies for Reyes. My people have lived and worked here for 100 years. We brought civilization. And these people, these fucking monkeys, despise us. We brought them God! And they turned their back on him. Now I fight to help them from themselves, to save them from themselves. I see in their faces that they would kill me if they could. They see only a tyrant. That is the way it is. These people need a ruler. Well, sorry to hear that. Sorry? Why be sorry? It is a way of mankind. A fight between two forces. Que será, será. What will be, will be. But I know one thing, Senor Marston. Force. Force must be used. If you are to have your own way. I'm sure. Now, perhaps you can do me a favor while I find these men for you. After we find the men, then I'll help in any way I can. You are in no position to negotiate. Now, por favor, a bunch of these idiots men are fighting at Tesoro Azul. Now, you head there and you lend your support. Baboso, ¿cuántas veces voy a decirte? No ponga detrás de mí. ¿Qué eres, cabrón? No está mi sombra. Vaya. I sent some men ahead. We will meet them there. Also, auf nach Tesoro Azul. Wir müssen dem natürlich erstmal wieder helfen, bevor er uns hilft. Aber ob er uns wirklich hilft, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher bei dem Typen. Achso, wir müssen den Santa begleiten. Da lang. Pferd. Ja, das ist neu, da muss noch eingeritten werden. Das Lenkrad ist noch, muss noch hier. Ich habe gerade einen Sportzügel. Neue Sportzügel. Und die sind ein bisschen. Bisschen nicht so griffig. Deswegen reite ich mal gegen Felsen. You Americans think you can ride? Do you? Come on! I will race you there! Go! Ja, er will mitrennen, okay. Kann er kriegen. Und Schuss. Der weiß ja nicht, dass wir für Nigel V. Dickens Pferderennen gewonnen haben. Mehrfach.
Neandertaler. Ja. Folge 18 war das letzte Pferderennen, glaube ich, so in der Dreh. Könnt ihr euch angucken. Come on. Oder habt ihr vielleicht schon angeguckt? So, reiten wir mal dahin. Keine Ahnung, wie weit das ist. Ich könnte mal kurz auf die Charmap gucken. Ist nicht so weit. Sehr gut. Ja, das Streitross, also das Pferd, was wir haben, das ist sehr, sehr, sehr gut. Ich denke mal, das kommt von der Game of the Year Edition. Weil das hatte ich von Anfang an in der Tasche. Und also im Online-Modus war es so, dass du mit so ganz, mit Esel, so Esel hast du gestartet. Mal die Waffe wegstecken. Nein, hat er jetzt noch gewonnen. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Y quién es este gringo? Octavio, favor. Cada hombre ayuda. I hope you fight better than this little girl, gringo. Come, let's have some fun. Okay, wir suchen den Ort nach Rebellen. Nein! Ah, wir waren so gut. Falsche Versteck. Eine falsche Entscheidung. Der Dämon der Trunkenheit. So, nochmal auf, rein. War nicht so lange schnacken jetzt diesmal. Okay, das hat geklappt. Okay, jetzt habe ich dem anschließen in der Mitte von der Stadt, aber ich würde gerne das kurz ein bisschen looten. Die haben alle bestimmt $2 für mich dabei. Und Munition natürlich. Die Zeit muss eigentlich sein. Wenigstens ein bisschen grob drüber looten. Wir werden nicht alles kriegen, denke ich. Mal einige umgebracht jetzt. Nur Menschen töten, die ganze Zeit nur Menschen töten. Wie drin ist nix. Okay. Na dann. Auf geht's.
I heard the little horse crying in that house over there. Remember, nobody takes them before Allende. We did all this just to get women for Allende? No, that's just a bonus. This village is riddled with rebels. Make sure they don't have homes to come back to. There are fire bottles over there. Use them to burn down some of these houses. And what makes you think I'd do that? You want to find Javier Escuela, don't you? John, you're helping Mexico. Vámonos, muchachos! Buen trabajo! Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Kapitän de Santa. Ich glaube, wir helfen hier dem Teufel. Nimm die Feuerflaschen. Da. Rebellenverstecke. Ich weiß nicht, wir helfen doch hier dem Teufel, oder? Wir helfen doch hier den. Das gibt's doch nicht. Here it comes. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein Fehler, was wir machen können. Isn't that beautiful? You really are pathetic. You need to relax. Come back to the villa and sample some of the new girls before they spoil. Okay. Hellstreck. Sind zur Villa zurück, zu De Santa. War sonst noch irgendeine Quest? Warte, da stand eben gerade irgendwas. Nee, sonst nichts. Du wirst immer berühmter, Suchtrupps, Kopfgeld und andere Verfolger warten nun zweimal so lange, bevor sie dich verfolgen. Sehr gut. Also Angst haben. Geschäfte haben neue Utensilien im Angebot. Können wir da mal gucken. Hier liegt noch Loot. Soll ich natürlich nicht, nein. Gerade Pistolenmunition ist irgendwie wertvoll. Habe ich so das Gefühl. Wo ist das Pferd? Vamanos. Soweit ist es nicht. Wir können aber dahin reiten. Einfach. Und kurz mal über die ganze Sache philosophieren. Ich glaub, weiß nicht. Wir helfen dem. Also, die verkaufen uns zwar, dass irgendwie wir Mexiko helfen, aber ich glaube, dass wir den Teufel helfen. Also, dass wir mehr gegen Mexiko arbeiten. Und ich weiß auch nicht, wie der John das eben mit sich verändern kann, aber denen sieht das nicht. Hat er ja gesagt, eben in der Zwischensequenz, die Belange von den Leuten ist ihm eigentlich egal, er will nur seine zwei Gefangenen finden. Ganz klar, weil er hat nämlich ganz andere Beweggründe. Das geht ja, also seine Frau und sein Kind sind ja gefangen genommen und er muss jetzt quasi seine alte Bande zerstören. Das ist die Basisstory. Und das ist natürlich klar, dass dem alles andere nicht interessiert. Aber das ist irgendwie, weiß ich nicht. Da kann man nicht denken schon, nein. Du musst den Leuten helfen. Ich glaube, wir wissen. Das ist ein Event. No hice nada. Esto es un asesinato. Wir können schon zwar ebenfalls was im Kopf geht, aber. What can I say, partner? Cool, dass es so Events hier gibt. Finde ich gut. Können wir vielleicht irgendwo was verkaufen? Ich weiß nicht, ob es in der Stadt, wo wir jetzt hinreiten, ob es da was einen Händler gibt. Ich habe da einen Haufen Wolfspelze und so. Hey Pferd. Einmal Pferdefleisch, einmal Pferdehaut. Können wir da auch Salami. Frage, wie es jetzt hier weitergeht, ich weiß es nicht. Es wäre schön, wenn wir den Rebellen helfen könnten, eher als diesen komischen Vogel da. Weiß ich nicht. Kennt ich besser persönlich.
Gibt's hier unten einen Händler? Hier gibt's einen Arzt. Gemischtwarenladen in der Tat. Da würde ich sagen, gehen wir mal kurz hin. Wir spielen hier nur. Wir können auch noch mal eine Runde spielen, aber nicht jetzt. Ach, da ist er. Mit Lando zu reden. So, was hast du denn im Angebot hier Schönes? Hm? Halstuch. Infos. Ah. Alles klar. Das ist zum Schützen, zum Gesichtsschützen. Dann wirst du nicht mehr. Da geht deine. Wenn du irgendwas Böses machst, geht die Ehre nicht runter. Hier sind die ganzen Pferde, aber wie gesagt, das Streitross, was wir haben, das ist irgendwie das Schnellste. Deswegen brauche ich keins. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich mein Zeug noch verkaufen. Ich weiß, wir würden wahrscheinlich in einem anderen Teil des Landes einen besseren Preis kriegen. Elfmal Wolfsfleisch. Dass wir nicht alles verkaufen können. Das ist zwar gut abgehangen, das Wolfsfleisch. 15 gibt's für einen Pelz. Okay, da brauche ich mal Hilfe, warte. Wo ist der Dieb? Komm her, Pferd. Bleib doch mal hier, Pferd. Also den Menschen helfen, das ist ganz klar. All right, let's see. 58. Gib dem Laden, bitte für das Geld zurück. Cool. Es war ein bisschen doof, dass das jetzt hier so einfach, also während ich im Shop war, dass die Dings kamen, dann wird das wahrscheinlich nicht abgeprüft. Na, geh hoch, Pferd. Let's go. Nee, das wird nix. Das finde ich aber gut, dass es das so ein bisschen realer gemacht ist. Also eine halbe Tonne Pferd geht ganz schwierig da irgendwo den Berg hoch. Das finde ich gut. Sitzpferd. Freund, Treppe hoch. Forgive me, sir. Da ist die Frau. I took care of the thief. Here's the money he stole. Muchas gracias. You can have some of the money for your help, señor. Wäre nicht nötig gewesen, aber danke. Ich habe uns ein bisschen Geld geschenkt dafür, dass wir ja quasi das zurückgebracht haben. Plus 20 Ruhm. Plus 50 Ehre. Ja, das ist gut. Ehre, wem Ehre gebührt. Jetzt ist natürlich der Ladensitzer weg. Ah, es ist so gut. Gut, dann müssen wir beim nächsten Mal weiterverkaufen. Na, einen guten Pfennig haben wir mal gemacht. Das lohnt sich auf jeden Fall mit den, Wolfsviechern. Das lohnt sich auf jeden Fall. Die Hütte gehört uns hier oben. Können wir mal kurz pennen. Vielleicht ist der dann wieder da, der Ladensitzer. Wie viel Zeit muss sein? Habe ich ein neues Outfit eigentlich? Ja, können wir alle noch freischalten. Aber das ist ja, darum geht es mir jetzt eigentlich nicht. Wir lassen die Klamotte aus, mal. Also die Klamotte, wir haben ja schon ein, zwei Outfits freigeschaltet. Das habt ihr ja gesehen, wie das läuft ungefähr. Also müsst quasi Herausforderungen bestehen.
töte das, hol das, mach das. Und dann irgendwann kriegst du ein Outfit freigeschaltet. Aber das muss man jetzt nicht alles im Let's Play zeigen, das macht keinen Sinn. So, behält doch mal ein bisschen Munition. Und wenn wir Glück haben, ist der Ladensitzer wieder da jetzt. Da wird zwar angezeigt auf der Karte. Aber kann sein, dass er trotzdem nicht da ist. Dann suchen wir uns dann einfach den nächsten Ladensitzer. Wenn dem so sei. Cooles Dorf auf jeden Fall, gefällt mir gut. Gut gemacht. Como ist das usted? Como ist das? Da müsste er eigentlich sein, ist aber nicht. Ich sehe ihn nicht auf der Minimap. Egal, auf zu De Santa. Zur Fanta. Oder laufen. Wir hätten das Pferd nehmen sollen. Egal. Läuft sie ja gut weg hier. Ach komm, zwischen 7 und 10 wieder. Ah, oh, super gut. Ah, das wusste ich natürlich nicht. Sorry. Also wir müssen nochmal ins Haus. Nochmal pennen. Oder vielleicht, warte mal, vielleicht ist es ja schon. Jetzt ist 6. Eine Stunde ist noch. Das, egal, komm, wir gehen schnell pennen. Keine Ahnung, wie lange eine Stunde dauert hier im Spiel. Da braucht jemand Hilfe. I do beg your pardon. Poco de respeto, por favor. Hä? Uns braucht er gerade Hilfe. Und jetzt, war wahrscheinlich der Event abgelaufen gewesen. Wie in der Matrix. Hat sich wieder in einen normalen Bürger verwandelt. Einfach. So, kurz pennen. Da ist unser Bettchen. Bisschen doof, dass wir jetzt nochmal pennen müssen, aber hey, was soll's. Gut ist halt auch, dass die Questen, tja, dass du halt eine gewisse Zeiten hast, wo du hin musst und so weiter. Also ist gut, gelöst, gut gemacht. Komm, Pferdchen. Jot. Okay, leere Versprechung. Das habe ich mir aber gedacht. Okay, es lädt ein bisschen länger scheinbar. Hat man schon mal in der irgendwie ersten oder zweiten Aufnahmesession. Und da muss ich dann aber das Spiel beenden und nochmal neu starten. Das ist natürlich Mist. Machen wir am besten jetzt gleich. Machen wir gar nicht so lange das Federlesen. Ich beende kurz die Aufnahme und starte das Spiel neu und dann geht's sofort weiter.